Hund hat eigentlich keine richtig typischen Fressgewohnheiten. Es gibt gewisse Rassen wie Labradore, die können immer fressen. Und es gibt vielleicht schwierigere Rassen wie manche Collie-Arten, die schlechteren Appetit haben. Die Katze ist ein selektiver Fresser. Und man kann von der Katze nicht im Gegensatz zum Hund erwarten, dass sie das Schälchen komplett leer frisst, wenn sie es bekommt. Es kann auch sein, dass die Katze mal nachts hingeht, am Morgen hingeht und sich das über Tag abholt. Es ist ein Shih Tzu, er ist 11,5-jährig. Er kommt Trockenfutter rüber, aber angefüchtet, weil die Zähne sind nicht mehr so gut. Also es ist, Trossin ist ein Havaneser und ich muss ihr leider ein Allergikerfutter geben vom Tierarzt, weil sie von Geburt auf eine Allergikerin ist. Das ist ein Collie, der ist 4 Jahre alt. Er hat so, sagen wir mal, 3/3 ist Trockenfutter und 1/4 ist feuchtes Futter. Gründe fürs Trockenfutter sind bestimmt, dass es einfach ist für den Besitzer, dass es nicht riecht, dass es gut zu portionieren ist. Und ein Hund, der ein hochwertiges Trockenfutter kriegt und immer genug Wasser hat, das ist in Ordnung. Bei der Katze ist es sicherlich so, wenn man sich überlegt, dass die Katze Mäuse fängt und damit 80-90% Flüssigkeit, Feuchtigkeit zu sich nimmt, ist das Trockenfutter eventuell nicht optimal. Und gerade Katzen haben im Alter Probleme mit der Niere und die tägliche Flüssigkeitsmenge, die aufgenommen wird, spielt da schon eine Rolle, inwieweit die Nierenerkrankung voranschreitet. Also vielleicht sollte eine Katze eher feuchtgefüttert werden. Katzen sind obligate Fleischfresser und brauchen einen relativ hohen Eiweißanteil, Proteinanteil in ihrem Futter, aus dem sie ihre Energie beziehen. Viele kommerzielle Katzenfutter enthalten viel zu viel Kohlenhydrate, Zucker. Das kann dann ein Problem werden im mittleren Alter mit der Krankheit Zucker. Und eine Katze ist von ihrem Leberstoffwechsel darauf angewiesen, dass sie einen hohen Anteil von hochwertigem Eiweiß bekommt. Der Hund kann theoretisch vegetarisch ernährt werden, solange alle Bestandteile drin sind. Großkalibrige Hunderassen sollten nach dem Fressen nicht unbedingt stark toben, weil es kann manchmal sein, dass das Futter anfängt zu gären dann im Magen und es entwickelt sich eine Magendrehung. Tiere gasen auf und es gibt einen akuten Kreislaufkollaps und das ist lebensbedrohlich. Also es ist schon sinnvoller bei großen Hunden, dass sie ruhen nach dem Futter. Der typische Grund für Übergewicht bei Hund und Katze ist sicherlich, dass zu viel angeboten wird, dass einfach die tägliche kalorische Menge zu hoch ist für das, was Hund und Katze wieder abarbeiten. Und speziell die Katze, die in der Wohnung gehalten wird, die sich nicht bewegt, die nicht jagen geht, hat einen viel niedrigeren Grundumsatz. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei unseren Haustieren ist, dass viele, viele kastriert sind. Und kastrierte Tiere haben bis zu 25-30% weniger oder niedrigeres Energiebedürfnis. Und logischerweise muss man dann weniger füttern. Ist wahrscheinlich beim Hund einfacher als bei der Katze, das richtige Gewicht zu beurteilen, weil beim Hund weiß man ungefähr pro Rasse, was so normal ist, was sie wiegen. Aber einfache Tipps für den Besitzer sind, dass man mal den Brustkorb fühlt, Hände links und rechts an den Brustkorb. Mit ganz leichtem Druck sollten die Rippen leicht zu spüren sein. Und hinten an dem Becken sollte man mit ganz leichtem Druck noch die knöchernen Strukturen spüren. Dann ist das Tier höchstwahrscheinlich nicht zu dick. Also beim Hund weiß man ganz sicher, dass Hunde, die ihr Leben lang schlank sind, deutlich älter werden als übergewichtige Hunde und später Medikamente für ihren Bewegungsapparat brauchen, für Arthrose. Bei der Katze ist es so, dass dicke Tiere oder übergewichtige Tiere eher zum Beispiel Zucker entwickeln und die Besitzer müssen dann Insulin spritzen, was sehr aufwendig werden kann. Also all das kann man vermeiden, wenn die Tiere schlank bleiben.